So, damit herzlich willkommen zurück zu Inquisitor Mathieu. Mein Name ist Serneke und wir reden jetzt mit Ragne von Winter. Inquisitor, you have a message from the Caligari Conclave. I am Inquisitor Helena Goslar and I have an assignment for you. I am aware that you are conducting a highly classified investigation for the Conclave at the moment, although I must admit I don't know any further details. To my utter amazement, my clearance was deemed insufficient to access your records. In other words, I can't command you to abandon your main investigation, but the Conclave would appreciate if you could take another case as well. Travel to the Hive world of Aetheon Prime and look into the case of the mass disappearances that has baffled the Adeptus Arbitus. In case you are wondering why you are tasked with such a trivial issue, I want you to watch a highly confidential Pict recording. It was made by an infiltrator of the Inquisition. And as you will see, it proves the existence of some unholy machinations on Aetheon Prime. I must also add that this recording was made 30 standard years ago. I hope I have your interest now, Inquisitor. The Emperor protects. Okay. Spoiler wants us to let go of the old grievances. Rest assured, we are aware of that. We have already begun sowing the seeds of destruction. We have found something on Aethon Prime, deep beneath the heart, something we can use to ignite the flames. It will take time, but it will be done. Eieiei, das hört sich nach Problemchen an. Okay, das ist wiederholt sich. Ja, neuer Hinweis. Der Feind im Untergrund. Okay, Aeton Primus ist das Verwaltungszentrum des Tenebra-Subsektors, einer geschäftigen, ehrwürdigen Makropolenwelt, die auf uralten Xenos-Ruinen erbaut wurde. Klassifizierte Informationen. Und die nur für Imperialagenten und das Adeptus Mechanicus zugänglich ist, das die unterirdischen Zugänge geschlossen hält. Der Rest des Subpols dient als Versteck für Banden und Mutanten, die höchstwahrscheinlich für das derzeitige Massenverschwinden verantwortlich sind. Dass selbst das Adeptus Arbitus vor Ort vor ein Rätsel stellt. Ich werde mich diese Sache anschauen müssen. Okay. Der Feind im Untergrund. Videoprotokoll, das haben wir. Ungeteiltes Chaos. Okay. Gut, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt, den würde ich ganz gerne ausgeben. Hitzeangriffe. Plus 3 Hitzeschaden. Ja, ist nicht schlecht. Flächeneffekt. Granatenfertigkeiten. Auch gut. Einzelschaden pro Sekunde. Machen wir das. Gut. Dann. Was haben wir letzte Folge alles gefunden? Okay, lass mal gucken. Eieiei, der ist richtig gut. Den nehmen wir natürlich. Kettenschwert. Neutrales Implantat. 300. Splittergranate, digitale Waffen. Okay. Ja, komm. Informationen.
Missionsbesprechung, Attentat. Taktische Karte. Alle Feinde zählen als gepanzert. 30 Schaden vom Sanfügungswürdigkeit. Können wir eigentlich mal machen, oder? Los, komm, let's go. Bin mal gespannt, ob wir das gut durchhalten. Gepanzerte Elemente einer Rebellenstreitmacht haben in der Region für Tod und Zerstörung gesorgt. Auspecks, Tiefenscans haben ihre Ziele hervorgehoben. Okay. Die Ausschaltung dieser Bedrohung soll durch den Heiligen Orden erfolgen. Befehle angreifen und auslöschen. Neuer dann. Dann machen wir das. Angreifen, auslöschen. Das klingt nach einem Plan. Und da sind wir. Hey ho, let's go. Strategic targets located in the area. With a surgical strike, we can break their chain of command and harvest valuable data. Okay. Eieiei. Okay, geht aber auch schon gut los hier. Ei. Eieieiei. Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Alter, shit. Alle Feinde zählen als gepanzert. Alter. Alter, was passiert hier? Was passiert hier? Verdammt. Alter. Fuck. Okay, das, ja. Ist wahrscheinlich noch eine Spur zu groß für uns, Leute. Das ist noch eine Spur zu groß für uns. Ja. Definitiv. Okay, das ist auf jeden Fall noch eine Spur zu groß. Heilige Popeilige. Heilige Popeilige. Definitiv zu hoch für uns. Alter, alter Scheiße. Ja, das ist nicht unser Level. Eieieiei. Okay, wir haben keine Heilung mehr. Ja, das war's, Leute. Das ist nicht unser Ding. Das ist viel zu hoch. Viel zu hoch. Warte mal, ich kann ja mal einfach nur just for fun hier. Nehmen wir mal den hier. Nee, komm, das war's. Das war's mit uns. Das war's mit uns.
Das ist nicht unser Level. Das ist weiß Gott nicht unser Level. Eieieiei. Nee. Nada. Alter, Scheiße. Weg. Eieiei. Nee. Never ever. Jetzt kommen schon die nächsten. Alter. Nee, komm. Ja, das war klar. Leute, das wird nix. Das ist noch weitaus zu hoch für uns. Ich würde sagen, das machen wir, wenn wir Mission abbrechen. Das ist noch weitaus zu hoch für uns. Eieieiei, da kriegen wir ordentlich aufs Fressbrett gekriegt. Da müssen wir uns noch so ein bisschen ausrüstungstechnisch verbessern. Okay, warte mal. Wir, genau. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Wir machen mal eins nach dem anderen. So, Hauptmission. Missionsübersicht. Okay, warte mal. Okay, Attentat ist nicht unser Ding. Es ist Level 25, ne? Das ist was anderes. Ne? Nörgelbefall ist Level 26. Das ist überhaupt nicht unser... Wir sind, glaube ich, 21 oder so. Das ist überhaupt nicht unsere Liga. Okay. Die Zitadelle, Bergbaustation... Navigationsrad, warte mal, lass uns mal gucken. Nee. Bergbaustation 121, Unheilige Kathedrale, Neros 4. Der Feind im Untergrund. Genau, das Massenverschwinden, glaube ich, auf, Aeton Primus untersuchen, ist es das? Ich glaube nicht. Jagd auf Mathieu, Kapitel 2, das ist es doch. Sprech mit Omikron über Users Tarot. Okay. Das ist das, glaube ich, ne? Das ist Level 24, aber was ist denn das jetzt eigentlich hier? Wo sehe ich denn? Kapitel 2, ungeteiltes Chaos. Warte mal, Datenterminal. Der aktive Mission, der Feind im Untergrund. Nee, das wollen wir ja nicht machen. Jagd auf die Martyr, Kapitel 2, das wollen wir machen. Aber wie komme ich denn dahin? Unheilige Kathedrale. Nereus 2, ist es das vielleicht? Ich weiß es nicht. Belagerung Tyranniden 23, Säuberung 25, Datenjagd Rebellenwache Stufe 24. Boah, 27 kannst du vergessen. Bergbaustation 24. 26 ist auch zu hoch für uns. Da. Komm, machen wir. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht machen. Haben wir eine Tyrannidenjagd, Todeswelt. Ja, komm, machen wir. Ein bisschen was müssen wir machen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo es jetzt mit der Geschichte weitergeht. Ist leider ein bisschen... Okay, Jagd, Tyranniden, machen wir.
Let's go. Vielleicht haben wir da hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Eliminiert alle Tyranniden-Bioformen. Das machen wir doch. Hoffentlich. Habe ich in der letzten Mission auch gesagt, dann haben wir ordentlich auf die Fresse gekriegt. Naja. Letzte Mission, Alter, die waren viel zu hart, viel zu hoch für uns. Und ich glaube, ich werde auch gleich wieder den Bolter nehmen. Existence of this filth defiles the Imperium. They may be great in numbers, but if we sever the head, the body will die. Kill their leaders and break their will. Okay. Anführer töten, Willen brechen. So, was haben wir? Ist das der Bolter? Bin ich jetzt Leerschild? Die Sachen, die wir haben, ne? Energiehammer haben wir auch. Donnerhammer. Oh, nicht schlecht. 190 Max-LP. Energiehammer. Ja, okay. Können wir dann irgendwann anderes mal nehmen. Das ist noch nicht alles unser Level. Na gut, komm, let's go. Nee, genau den wollte ich nicht. Inventar. Zack, auf den Bolter wechseln und jetzt geht's weiter. Let's go! Tyrannidenjagd. For the Emperor. Heilige Popeilige. Okay. Nice. Whoa, 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 whoa. Eieieiei. Da kommen aber ein paar Exemplare zu uns, wa? Eieieiei, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, Leute. What the fuck? What the fuck? Alter, wir sind tot. Wir sind tot. Was ist... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, das ist hart. Und angeblich sollen wir das eigentlich schaffen können. Okay, lass uns mal gucken hier. Okay. Okay, das ist ein Bossgegner hier auf jeden Fall. Der ist schon hart. Der ist Melanthrop. Komm schon. Heiland, Sakra. Hau ab jetzt. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Dein Scheißer. Okay. Komm schon. Ja,
Ja, genau so. Genau so. Ja, los, weg mit euch. Heilige Kacke hier.